Ton läuft. Auf ein neues. Hi, ich bin's, David, der Doktorand. Liebe DGHD, auf unserer diesjährigen Jahreskonferenz in Berlin muss ein Teil des Vorstandes neu besetzt werden. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir die Möglichkeit geben würdet, dort mitwirken zu dürfen. Warum? Naja, einerseits würde ich gerne mein Engagement über das promovierende Netzwerk hinaus in der DGHD verstärken und erweitern. Außerdem bringe ich sehr viel Erfahrung mit im Bereich der digitalen Medien für die Lehre. Ich arbeite nämlich hier am Karlsruher Institut für Technologie am Zentrum für mediales Lernen tagtäglich damit und daran, die Lehre, zumindest hier vor Ort, digital zu verbessern, anzureichern, zu erweitern und zu ergänzen. Und ich glaube, dass diese Erfahrungen innerhalb der DGHD auch sehr wertvoll sein können. Ich glaube außerdem, dass wir die Mediendidaktik als Teil der Hochschuldidaktik begreifen müssen und etwas stärker voranbringen müssen und forcieren müssen. Denn die Digitalisierung im Sinne digitaler Medien für die Lehre wird, glaube ich, auch in Zukunft eine zentrale und essentielle Rolle für unsere Arbeit und unsere Forschung spielen. Wir leben ohnehin in sehr spannenden Zeiten und schauen alle sehr erwartungsvoll auf die Töpferstiftung und was sie in den nächsten Jahren angeht und erreichen wird. Und ich glaube, dass wir als Fachgesellschaft für Hochschuldidaktik die Gelegenheit beim Schopfe packen sollten und alles daran setzen sollten, diese Umgestaltung der Lehre in Deutschland mitzugestalten, aktiv mitzugestalten. Und wie gesagt, glaube ich, dass die digitalen Medien dabei eine zentrale Rolle spielen. Denn wo digitale Medien für die Lehre eingesetzt werden, da sind Open Educational Resources nicht weit. Da sind Open Educational Practices nicht weit. Und da ist auch Open Access nicht weit. Also alles Themenbereiche rund um Lehre, Wissenschaft und Forschung, die gerade in einer starken Umbruchphase sind. Und ich glaube, wir müssen diesen Prozess sinnvoll begleiten, auch reflektiert begleiten und aber auch eben aktiv mitgestalten. Das sind die Themen, die ich gerne in die DGHD mit einbringen würde. So oder so, ich freue mich auf jeden Fall auf die DGHD 2020 in Berlin und wir werden uns sicher sehen, entweder in der Mitgliederversammlung oder irgendwo sonst auf der Tagung. Bis dahin, ciao!